Die Pariser, sie können heute in einer Bürgerbefragung darüber abstimmen, ob der Verleih von E-Scootern in der Stadt beibehalten oder abgeschafft werden soll. Drei Vermieter bieten in der französischen Hauptstadt rund 15.000 E-Scooter an. Touristen und auch Einheimische sind damit oft unvorsichtig unterwegs. Es gibt immer wieder Unfälle und Chaos auf den Bürgersteigen. Die Lizenz für die Vermieter läuft Ende August dann aus. Paris betrachtet den Ausgang der Bürgerbefragung unabhängig von der Beteiligung als bindend. Heute Abend soll das Ergebnis dann feststehen.